System fährt hoch. Ladevorgang läuft. Dateien werden geladen. Und da sind wir. Und es freut mich, wieder ein Spiel aus der vierten Liga. Der Nerdy gegen den Dark Horse hier auf der Free Einstein Season 4 Map in der vierten Liga. Das wird mal wieder spannend. Freut mich auch mal wieder ein Spiel aus der vierten Liga zu sehen. Denn die Liga ist aktuell, also jetzt nicht von den Spielern her, aber von der Anzahl her und von der aktuellen Spielbeteiligung die schwächste. Liegt auch daran, dass da nicht so viele drin sind, weil wir die ja geclosed haben. Kann aber sein, dass wir zur nächsten Season da Verstärkung haben, denn es melden sich gerade in den letzten Tagen, dadurch, dass wir Zero Hour haben, jetzt auch vermehrt welche wieder für AR an, also für Alarmstufe Rot. Also ich sehe dem sehr positiv entgegen, dass wir zur nächsten Season wieder deutlich mehr haben. Ja, aber jetzt kommen wir mal eben hier zu den Spielern. Hier haben wir den Nerdy in Rot mit den Sowjets und den Dark Horse unten rechts mit den Alliierten in Gelb. Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Karte. Und hier sehen wir ein sehr selten benutzt, also sehr selten benutztes Fahrzeug. Bei dem Mammutpanzer tue ich mich im Druck ein bisschen schwer. Also dem konstruiere ich ja, das ist ja so ein dritte, mit dem ich mich befassen will. Wobei ich aktuell ja auch Bock habe, erst mit denen hier zu machen, weil der hat unwahrscheinlich viele Details, dieser Panzer. Also deutlich mehr als alle anderen. Gerade hier mit den filigranen Spurstangen, nenne ich sie einfach mal hier. Das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also wie gesagt, die Raffinerie, die ich gerade ja fertig mache, die werde ich nächste Woche an jemanden verschenken. Da werde ich eine Live-Auslosung machen mit einer kleinen Challenge unter euch. Und hier sehen wir vom Dark Horse gerade den BMT hier in der Fortbewegung. Ich weiß nicht, aber Kunden hat zwei BMTs. Die sind natürlich schnell. Die sind sehr schnell. Nee, Freakstar. Tatsächlich mache ich wirklich alle Grafiken jetzt demnächst selber. Also bei der Raffinerie, das ist ein Printable von jemandem, den ich gefragt habe, ob ich seinen Print haben kann. Er hat gesagt, ja, mache ich aber auch komplett neu, die Raff. Die sollen wirklich 1:1 sein, ne? Und das, ich sage, Perfektionist, ich bin da extrem dran. Ich will das auch hinkriegen. Und das wird interessant. Mit den Ziegeln nachher einer Bemalung, die wir hier haben, bei der Waffenfabrik. Das will ich auch hinkriegen. Also gemalt kriege ich das locker hin. Also es werden, ich werde nicht viele, später werde ich die Lizenz abverkaufen, das auf keinen Fall, weil ich wirklich jeden selbst bemalen möchte, weil das was Besonderes ist. Ja, also, so wie ihr das ja gesehen habt, ich zeige nochmal, weil einige ja das nochmal sehen wollten. Ich gehe nochmal eben ganz kurz hin, bevor wir wieder ans Match kommen. Lala, Katar sucht wieder den Chat. Also bei hier, da die drei Fenster, das hier ist zum Beispiel fehlerhaft, das sind deutlich mehr Fenster. Und da wäre das ja auch korrigiert, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Mund geblasen. Ja, Mund geblasen. Nee. Ich bin nicht der Fan davon auf Massenproduktion und so, nein. Ich bin ein Fan mit Liebe. So gestalte ich ja auch meine Streams und auch meine Community, das wisst ihr ja. Und das wird auch hier in diesen Fanmakes und den Fanmates auch sein. Dass ich da mir schon mehr Mühe geben werde. Und dass Einzelstücke, dass jedes wird ein Einzelstück sein. Und hier, die NPCs, gerade auf Dark Horse ran. Ja, die Ziegelsteine sind wichtig. Das wisst ihr doch.
Werf mal ein paar Ziegelsteine in den Chat, die meine lieben Twitcher. Wissen die anderen, worum es geht. Und da! Guck mal, ist der Nerdy schon unterwegs gewesen, weiß also Bescheid, wo der Darkos hier sich befindet. Aber ebenso auch der Darkos weiß Bescheid, wo der Nerdy dabei ist. Und da komme ich eben hin. Guck mal. Hier, hat der Freckel nämlich nur 3 Fenster. Ich will ja auch wirklich 5 Fenster haben. Und hier auch 3. Da sind nämlich nur 2 aktuell. Ich sage ja, nächste Woche werde ich euch ein paar Posts zukommen lassen. Also ich werde ein Entwicklungsforum machen, wo ich dann immer fleißig euch auf dem Laufenden halte. Und Grüße Thorsten und mein Knut und mein Town. Schön euch auch alle dabei zu sehen. Das C&C Monopoly kann man tatsächlich machen. Das wäre auch geil, ne? Was haben wir gesagt? Die Kane Street? Die Kane Street, die Tanya Street? Lasst euch mal was einfallen. Alles Ideenschmiede. Kommt noch. Oh, oh, oh. Ah, der schöne Panzer. Der ist ja, wie gesagt, mein Lieblingspanzer hier, der schwere. Die NPCs, die nerven gerade so ein bisschen hier dem Darkos. Aber schön, dass hier Nerdy schon eine Frontbase gebaut hat und fährt hier. Wo? Mit seinem Bauwind? Oh, nach oben. Oh ja, schön hier am nächsten Gemfeld. Ja, wie gesagt, am Tabletop bin ich auch schon längst dabei. Also, ich habe das Tabletop schon fertig. Ich habe noch gar keinen gezeigt. Noch nicht mal mein Team bisher. Also die Konstruktion, die Pläne vom Tabletop sind schon fertig. Ich fange jetzt nur an mit den Spielfiguren. Das ganze Konzept steht schon. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Da werde ich auch zwei bis drei Prints machen und die dann an ausgewählte Leute zukommen lassen. Guck mir die ganze Zeit die Giraffe an und ich bin so mega unzufrieden, ne? Ja, das will ich auch hinkriegen. Diese kleinen Details hier unten am Sockel habt ihr ja nochmal diese Leiste, ne? Und hier auch, hier ist nochmal so eine Regenrinne, also hier ist auch nochmal so ein Rohr unterwegs. Also das kriegt man hin. So gut kann der Drucker drucken, das klappt. Ja, Tabletop, habt ihr richtig gehört? Ist in Planung. Aber schon seit einem Jahr. Ich habe das auch schon mal live gesagt, dass ich da dran bei bin und ich halt mein Wort. Hängt aber wie gesagt nur noch davon ab, dass ich die Lizenz kriege. Hallo EA, ich hoffe ihr gebt mir bald die Lizenz. War hier. Ich musste mal gerade was nachlesen. Sorry, dass ich mal ganz kurz still gewesen war. Aber Freakstar, ja, das sind alles Dinge, die man noch besprechen kann. Ich habe aber einen Plan und es hat auch seine Gründe, weil die Drucke werden schon gut. Die werden noch immer besser. Kaufen wir noch eine neue Nadel. Das finde ich sehr gut von Darkos. Er hat hier tatsächlich im Tümpel vorne schon einen vorgesetzt. Nerdy sprießt vor Geld bei ihm. Gerade weil er hier die schönen Silos gebaut hat. Die Silos sind unwahrscheinlich wichtig und werden von vielen Spielern unterschätzt. Beziehungsweise vergessen. Wenn man sie nämlich baut, sammelt man, kann man nämlich viel Geld sammeln. Naja, immer eine Empfehlung. Baut sie. Gerade hier auf dieser Map. Und das Problem ist, aktuell, die haben nur noch 1,5 Minuten Cooldown und da kostet es einheitentechnisch hier ganz klar einen Vorteil. Und wenn jetzt Nerdy nicht anfängt, hier auf Verteidigung zu setzen, dann wird das ein schnelles Spiel. Lissy, du kannst Gedanken lesen. Genau das hab ich vor. Und richtig gut, dass Nerdy so viel, viel Kohle hat, aber er hängt mit der Produktion hinterher. Er geht hier rechts auf Flughäfen und hier in der Mitte macht sich bei Darkos aber schon einiges
bereit. Und er hat den Vorteil der Alliierten. Er hat hier die Sicht gleich. Sieht halt sehr, sehr viel. Und dadurch sieht er auch, dass hier vieles ohne Verteidigung ist. Das könnte das jetzt Entscheidende sein. Und er macht sich auch schon langsam auf den Weg. Und ich befürchte, das wird hier tatsächlich jetzt der Run hier auf dem Nerdy hier. Weil Nerdy immer noch ohne Verteidigung hier. Gerade an der Frontbase. Und hier kommt nichts weiter raus. Frag mich jetzt gerade, wo Nerdy hängt. Ah, rechts. Da ist er noch weiter. Hat ein Kraftwerk gebaut, eine Tesla gebaut. Ja, ob das kommerziell groß nachher ankommt. Also, wenn die Lizenz da ist, meist kommerziell. Die Frage ist, wie groß kommt das Spiel an? Ich bin gespannt. Ich bin auch ein totaler Tabletop-Fan und vor allem Brettspiel-Fan. Total. Also, wer bei mir punkten will, wenn ich mal euch hier, irgendjemanden von euch besuche, holt ein Brettspiel raus. Dann sind wir schon vor ein paar Stunden erstmal völlig im Gespräch. Und jetzt sitzt Gott sei Dank die schweren Pets dahin. Im richtigen Moment. Und jetzt kommt nämlich Darkos, weil Cooldown ist nämlich um. Und mit den Schiffen gleichzeitig auch. Jetzt knallt's hier. Oh, oh, und Darkos kommt hier durch. Darkos kommt hier direkt auf die Mainbase, weil er merkt, Nerdy hat gerade Probleme. Ich denke mal, das liegt beim Nerdy daran, weil es halt, er hat schon sehr lange jetzt wieder nicht gespielt. Da muss er erstmal reinkommen. Muss jetzt erstmal klarkommen, wie und wo muss ich jetzt hin? Er ist gerade schon dabei, hier mit den Tesla-Troopern, die nach oben zu jagen. Die könnten vielleicht noch helfen und ein bisschen Entlastung bringen. Schwere Patzer kommen auch nach. Hat kurz eben ein bisschen geschlafen. Ja, Kraftwerk erstmal down. Ja, er hat die Möglichkeit, das hier noch zu halten. Weil die Tesla-Trooper, die helfen ihm. Wobei jetzt hier links massiv Verstärkung kommt. Aber massig. Und liebe Leute, wenn ihr Hilfe braucht beim Installieren dieses Spiels, kommt gerne bei uns auf den Discord-Server, wir können euch helfen. Im Live kann ich euch das leider nicht erklären, da das Ligaspiel hier Vorrang hat. Bitte entschuldigt. Und ja, die Panzer stehen hier so ein bisschen. Er versucht aber hier mit den Einheiten hier. Hat er einiges retten. Ein Kraftwerk hat er jetzt verloren. Problem, jetzt kommt von unten links was rein. Heißt, er muss jetzt direkt dahin ziehen. Er zieht auch hier hin. Man sieht's hier. Und jetzt direkt rein. Und das ist halt gefährlich. Aber er macht's gut, Nerdy. Er hat noch eine Base, ne? Er kommt auch an Ressourcen ran, hat aktuell noch 4 Ressourcen. Das könnte er auch noch gedeckt bekommen. Also so schlecht steht er jetzt nicht da. Alles klar, Wheeler. Vielen Dank, dass du mich wieder supportet hast und wieder zugeschaut hast. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und komm gut an in deine Arbeit morgen. Und jetzt, U-Boote, gut. Nerdy ist wieder im Gefecht drinne. Und das macht er gar nicht verkehrt. Er muss aber vorher sammeln, ganz wichtig. Ja, Cutter macht Lack- und Leder-Lab. Obwohl, mein letztes Lab ist schon 15 Jahre her. Oh, oh. Ja, jetzt kommt vereinzelt hier vom Darkos was hoch. Aber die starken Tesla-Trooper, die helfen. Und rechts ein BMT. Na, wird da eine Tanja drin sein? Oh nein! Deswegen hat Nerdy kaum noch Kohle. Ihnen wird die ganze Zeit die Kohle geklaut. Eieiei, sehr clever gemacht hier vom Darkos. Richtig gut. Und er hat die wieder eingepackt und fährt sie weiter.
Ist das fies. Ist das fies. Sieht man selten, aber sehr klug gemacht. Mal sehen, was hier noch drin ist, ob da vielleicht Tanjas rauskommt. Ja, die Tanjas könnten nochmal schnell hier für Bambule sorgen. Ja, aber nicht reagiert. Und deswegen werden die Tesla Trooper hier jetzt das Match machen. Ja, das war's schon mal. So, Nödi jetzt mit gewaltigen Geldproblemen. Weil er hatte locker 10.000. Das hat er, der Dark Horse ihn einfach mal stibitzt und produziert es entsprechend gegen und klaut ihm das Geld. Und rechts haben wir einen Drop hier unten. Aber da die Bunker. Und jetzt hat Dark Horse die komplette Sicht. Jetzt erst der Satellit hoch. Das ist zu spät. Der Satellit ist erst gerade jetzt hochgegangen. Leute, ich muss mein Mikrofon mal ein bisschen runterschieben. Müssen wir mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Ey, ich sitze hier völlig versteift hier die ganze Zeit. Jungs, Jungs. Ich muss mir echt einen neuen Stuhl kaufen. Weil mein Stuhl hängt schon die Feder an mir im Hintern. Nicht, dass ich drauf stehe, aber es ist echt unangenehm. Eieiei. Ja, der 3D-Drucker war irgendwie wichtiger als ein Stuhl. Oh Gott. Ja, Narcos. Hat er schon gemerkt, durch die Global View. Fährt er nämlich nach rechts oben, hat die Base da oben im Fokus. Und meine Lieben, ich wäre euch so dankbar, also das betrifft jetzt gerade die Twitch-Zuschauer, wenn ihr wie beim letzten Mal passende Leute sucht, die wir auch mal, die auch vielleicht RTS streamen gerade, wo wir nachher hinraiden können. Das wäre mega, wenn wir dann noch mit jemanden finden würden, ihr wir so überraschen können. So, by the way. Und hier macht Darkos, der macht das gut, ne? Geht jetzt hier oben rechts rein. Das wird nur die Probleme einbringen, weil er hier, obwohl er hier fleißig am Sammeln ist. Ja, es tut gerade so ein bisschen weh hier. Moin Dom. Gutes Match hier. Verstärkung kommt hier von Dark Horse. Und hier lässt er stehen einfach über die Enge. Das ist auch gar nicht verkehrt. Hier stehen auch so viele Panzer, die hätten helfen können. Also mit den Einheiten hier. Guck mal da. Ist der Grenadier unterwegs. Und der Bau von Nerdy wird ja zurückgezogen. Ah, Nerdy würde ihn noch gar nicht mal abschreiben. Ja, ab und zu noch nicht. Darkos gerade mit Geldproblem. Wobei er die Karte hier dominiert. Ja, vielleicht wäre es gar nicht mal verkehrt, hier diese Panzer hier hinzufahren. Da könnt ihr noch ein bisschen was halten. Als Backup mit der Tesla. Ja, und dadurch, dass die Panzer hier unten stehen, schade, wird auch die RAF jetzt hier genommen. Also vom Aufbau her war Nerdy richtig top unterwegs. Richtig top. Das war sehr, sehr gut. Er hatte unwahrscheinlich viel Geld, hatte schon sehr viele Basen. Problem, er ist mit der Verteidigung hier zu spät angerückt. Und wobei es ganz knapp war, er hat es nur verpasst, hier richtig zu reagieren. Also sprich, auch nachzufahren. Zu spät nachgefahren und auch zu spät abgefangen. Hätte er das gemacht, wäre es vielleicht noch anders ausgegangen. Und ja, die Zerstörer, die suchen jetzt die U-Boote. Jetzt erstmal Ruhe auf dem Land. Jetzt beschäftigen sie sich erstmal Wasser. Er will unbedingt hier die U-Boote weghaben. Der Panzer stehen noch. Guck mal, hier der Mammutpanzer. Hier die schweren Panzer. Und da oben der Chili Vanilli. Leute, wo ist mein Soundtrack? Dünn. Machen wir auch nicht. Ja, das geht schon. Das ist ein bisschen mehr Spannung hier. Der Grenadier. One-Hit-Wonder. Pass mal auf. Guck
guck mal. Der ist die ganze Zeit unterwegs, der Grenadier. Vom Dark Horse. Ich frage mich, was er vorhat. Mit dem Grenadier. Mit dem Sprengpaket hinten. Bzzzt. Hab ich doch gesagt. Bzzzt. Weg ist er. Weg. Hat er blub gemacht. Oh, Dark Horse von unten jetzt. Da ist eine Kiste. Oh, hat er gekriegt. Wieder die Kohlen. So langsam setzt er sich durch. Und hier ist wieder der neue Hafen. Und Nerdy verteilt die schon. Guck mal, hier direkt neben den Zerstörer. Und hier oben. Dark Horse langsam rüber. Aber aktuell reagiert er nicht. Warte, er ist sehr konzentriert aufs Wasser. Ich würde das Wasser jetzt erstmal ignorieren. Wichtiger ist doch gerade Land. Umso mehr ich meinen Gegner Zeit lasse, zu Land hier sich wieder aufzubauen, umso gefährlicher wird es auch für einen selbst. Aber er macht sich hier oben schon auf den Weg. Könnte gleich noch interessant werden. Vielleicht ein Flügelangriff. Ja, positionieren tut er sich schon. Oh, guck mal, das ist die nächste Kiste. Kriegt er sie? Na, kriegt er sie? Nee. Und da die Tastatroops, die können helfen. Die sind sehr effektiv, gerade wenn man sie auch stehen lässt, die Panzer da. Ja, versucht's doch, schafft aber nicht. Und hier unten links geht Nerdy jetzt in der Offensive. Die Tesla super starten richtig. Und hier läuft jetzt Nerdy Gefahr einer Inversion nachgeben zu müssen. Das sieht nämlich nicht gut aus. Da kommt einiges durch. Aber Darkov geht fälschlicherweise nicht auf die Tesla. Die Tesla ist gerade, sollte im Fokus stehen, weil die radiert hier die Panzer hier schnell aus. Könnte das jetzt gewesen sein hier für den Nerdy? Da kommt auch Verstärkung noch nach hier unten an der Küste. Und Darko ist jetzt gerade abwesend. Weiß nicht, wo er gerade unterwegs ist. Jetzt ist er wieder dabei. Und Verstärkung naht. Ah, das wird das Match hier für Nerdy sein. Für Dark Horse und Nerdy leider. Aber gut gespielt. Das muss ich sagen vom Nerdy. Lange nicht mehr gespielt. Gut aufgebaut. Hatte hier eine Frontbase. Hier eine Frontbase. Und ist nachher hier an der Frontbase noch hingegangen. Da, boah. Gemein, da kommen jetzt noch die Diebe. Die Diebe haben ihn vielleicht jetzt auch noch mal den letzten eingeschenkt. Für die Entscheidung noch. Die haben nämlich die kostbare Kohle, die Nerdy nämlich in Masse hat, nämlich abgezogen. Wortwörtlich. Jetzt kleine Showdown hier. Zwischen Nerdy und Dark Horse. Und moin, der König. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Ah, nicht so viel Elan gerade vom Dark Horse. Die schnelle Nummer. So zum Endgame. Ja gut, das ist noch eine Spiralei hier. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ah, die Mobilität. Da kommt war schon da. Und jetzt
Zuletzt kommen jetzt vom Nerdy die Panzer. Die standen leider die ganze Zeit hier so ein bisschen abwesend. Und jetzt positioniert ihr sie da in der Mitte. Und da kommen viele Schützen. Und hier oben nimmt Starkov nochmal die Base raus. Mobiline! So, meine Lieben, da kommen wir tatsächlich hier bei diesem Match gleich zum Ende. Und ey, wir haben gleich noch ein Highlight. Ja, der Derry spielt gleich. Leute, Derry. Derry gegen Ryder. Da wird sich Derry mal umgucken, weil Derry hört ja jetzt zu. Wenn ich denke, dass Ryder den Derry ganz schön vernaschen wird. Ne? Betonung auf Spielpraxis. Also ich wette definitiv, mein lieber Derry, auf Ryder. Ich bin noch nicht lebensmüde. Aber da ist das U-Boot, das Raketen-U-Boot. Ja, und Darkos kann jetzt hier Ende machen. Ja genau, Ryder spielt gleich gegen Derry. Das wurde sich gewünscht. Den beiden. Der Challenge. Taucht gleich auf, wenn das Gebäude weg ist. So, und jetzt taucht das U-Boot auf. Pass mal auf gleich. Ja, wenn alle Landeinheiten weg sind, ne? Die Landeinheiten müssen noch weg, taucht das U-Boot gleich auf. Und da ist die letzte Landeinheit. Gehen wir mal hier. Bobby rennt da, glaube ich, oben noch. Hier ist auch noch ein U-Boot. Da ist noch die eine Landeinheit. Ja, hat er schon gesehen. Das wird jetzt weg sein gleich. Moment. Und. Ja, jetzt ist er weg. Rennt, Bobbyline, rennt. Also, Bobbyline ist definitiv pfiffiger als der Bob. Und jetzt müssten sie eigentlich auftauchen. Regelmäßig. Fehlt hier noch eine Einheit? Eine Landeinheit? Ja, da oben ist noch eine. Da! Der Mammut! Der Mammutpanzer ist noch da. Also die U-Boote tauchen automatisch auf, sobald halt die alle Landeinheiten weg sind. Und wir haben halt noch eine, den Mammutpanzer nämlich. Der ist nämlich noch da. Und jetzt versucht er das nämlich. Der taucht nicht auf, ne? Der Mammut lebt am längsten. Was heißt das? Der Mammut ist einfach uninteressant für den Kampf. Ja, im ersten Teil noch einfach bombastisch beim Tiberium-Konflikt, aber hier bei Alarmschwurot nicht mehr so beliebt. Und Eddie nimmt den Hafen jetzt raus. Mit Erfolg. Kassiert aber jetzt auch gleich das U-Boot. Oh. So, jetzt haben wir nur noch last but not least den Mammutpanzer. Das epische Duell. Mammut gegen alles. Aber der Mammut wird jetzt auch geopfert. Und da siegt er dahin. Der schöne Mammut. Und das war das Match zwischen Nerdy und Darkus. GG an Darkus. Das war's.